Construction und das complete. Das dauert ein ganzes Jahr, bis die hier fertig sind. Na gut, dann schauen wir noch ein bisschen woanders her rum. Können wir eine neue Tradition wählen und wir können bei Ausbreitung die Tradition fertigstellen. Kapazität Sternbasis nochmal um 2 erhöht, das passt wie die Faust aufs Auge. Und fürs Abschließen bekommen wir nochmal 2 Kernsektorsysteme dazu. Und einen Aufstiegsslot. Haben jetzt 5 von 7. Das heißt, wir können gleich nochmal ein paar Planeten kolonisieren. Ja, jetzt, was wählen wir denn beim ersten Durchgang mit dem DLC? Bin mir nicht mehr sicher, was wir da genommen haben. Ich glaube, es war Forschungsgeschwindigkeit und das finde ich auch immer noch gut. Nihilistische Annahme schaltet Überfallbombardierung frei, welche uns ermöglicht, Bewohner von belagerten Planeten zu entführen und sie in unsere eigenen Welten umzusiedeln. Muss jetzt nicht sein. Einflusskosten für Sternenbasen. Einflusskosten für Ansprüche. Nee, haben wir auch kein großes Problem jetzt. Forschungsgeschwindigkeit 10%, das wäre richtig gut. Baukosten Blocker brauchen wir nicht. Da hat letztes Mal jemand was dann gesagt, dass ich überlesen habe. Gilt das auch für die anderen? Bei den anderen steht nicht so viel mit dabei. Hier steht nämlich nicht nur Baukosten Blocker minus 33%, sondern auch Landräumung. Die Größe eines Planeten kann man mit einem Erlass um 1 bis 3 Felder erhöhen, wobei kleinere Planeten mehr Felder erhalten und auf jedem Planeten kann man das nur einmal machen. Und das hört sich schon auch gut an, ne? Dann könnte man unsere Planeten nochmal ein bisschen vergrößern. Auf der anderen Seite, Baukostenblocker braucht kein Mensch, dass die billiger sind. Die sind einmal weg und das war's. Und die 10% Forschung haben wir ständig. Kernsektorsysteme plus 5 ist auch richtig gut. Oh, das wäre fast noch besser. Erlassdauer plus 100. Wir haben fast keine Erlasse, nur 3 Stück momentan. Einflusskosten für Untertanen brauchen wir auch nicht. Also es steht und fällt jetzt mit den 2 Optionen. Entweder Forschungsgeschwindigkeit plus 10% oder Kernsektorsysteme plus 5. Wenn wir die Kernsektorsysteme nehmen, dann können wir nämlich hier alles zumachen. Dann haben wir hier noch 2 Planeten, 3 Planeten. Und hier vorne kommen auch nochmal 2 Planeten. Sind die hier eigentlich, wie sieht es denn da aus mit den Cyborgs? Ah, 30% nur. 20% nur. Okay, Cyborgs können wir hier vergessen. Aber dann könnte man 1, 2, 3, 4, 5 Planeten nochmal kolonisieren. Das wäre richtig gut. Für kleine Planeten echt stark. Der Erlass kostet aber 500 Energy und 100 Einfluss pro Planet, sagt der Unkraut. Ja, Narben auch. Ah, ich bin da nicht überzeugt, ganz ehrlich. Wir haben so große Planeten momentan. Die sind alle riesig groß. Das ist hier ein kleiner, der ist auch riesig groß. Der auch ist, ich weiß nicht, also der hat auch den neue 25 Dings hier. Der hat 19. Einer ist dabei mit 10 Feldern. Da könnte man das machen. Aber irgendwie, nee. Ich tendiere fast wieder zur Forschung. Einfach damit wir hier vorwärts kommen. 10% mehr. 10%. Ja, in deiner aktuellen Situation nicht nötig, sagt Unkrauts auch. Obwohl die Kernsysteme schon ganz gut wären. Aber hey, nee, wir machen Forschung. Doch, wir machen Forschung. Die Kernsysteme können wir bestimmt noch irgendwie anders auch dann steigern. Wir machen Forschung. Sehr schön. Gut. Dann ja, würde ich sagen, wir haben ja noch 2 Planeten, die wir besiedeln können. Dann machen wir das doch. Hier den mit 25. Das ist richtig. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Dann machen wir das. Kolonisieren kostet 300 Credits. Gut, rein damit.
Aldebaran Prime. Und der andere ist hier vorne irgendwo. 19:10. Oder wir warten, bis wir hier vorne sind. Das dauert aber noch ein bisschen. Nee, wir nehmen hier den 19er. Der ist nicht so gut. Und den können wir komplett vergessen. Da ist es halt auch so, ne? Da hat hier die Cyborgs haben 35% Bewohnbarkeit und haben aber, da gäbe es so viel Mineralien jetzt hier drauf. Na gut. Physikforschung ist hier gut. Ist hier auf unserem neuen Planeten, auf dem, hier können wir noch upgraden, auf Hassele, hier gibt es keine Boni, ne, da ist es egal offenbar. Da ist es egal. Forschung nehme ich auch immer als erstes, sagt der Shahi. Ja, weil man halt am längsten, wie ich finde, davon profitiert. Ne? Das läuft bis zum bitteren Ende. Gut, dann machen wir hier auch noch kolonisieren. Jetzt haben wir gar keine Kohle mehr. Wo ist denn die ganze Kohle hingekommen? Oh, durch die Upgrades der Sternbasen. Construction complete. Na gut, aber jetzt haben wir wieder Kohle. Moment, hier steht 300. Achso, wir haben erst 248. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, dass wir hier die Mitrons reinsetzen. Die haben zwar die Boni, 15% mehr Mineralien und 10% mehr Mineralien. Haben sogar Bewohnbarkeit plus 20. Okay, dann sind sie doch bei 55, oder? Das ist jetzt die Frage, ob die Bewohnbarkeit erst hinterher dazu zählt, zu den 35. Ich denke mal schon, dann wären wir nämlich bei 55 und dann wäre es wieder gar nicht mal so schlecht. Okay, das machen wir. Passt. Rein damit, du Sau. Hier oben. Ah, schon wieder. Aichilia. Ist das hier im gleichen System? Jawohl. Ah, das war das System. Hier haben wir drei bewohnbare Planeten. Hatte ich bisher noch nie in keinem Durchgang. Drei Planeten in einem System drin. So, wie sieht es denn hier aus mit euch? Das dauert ja ewig, bis diese Stationen verbessert sind. Hier können wir noch irgendwas machen, habe ich gesehen. Bewohner, die kein Gebäude haben. Er hier oben. Tatsächlich. Dann setzen wir, tauschen wir dich mal eben aus und setzen hier den Uplink-Knoten rein. Gut. Alle anderen Schiffe sind soweit beschäftigt. Ich kann es kaum erwarten, dass wir endlich unser Flottenlimit ein bisschen nach oben setzen. Das müssen wir jetzt richtig boosten und ich bin gespannt, ob mit dem Upgrade dann ein oder zwei neue Modulfelder dazukommen. Ich hoffe auf zwei. Ich schätze, der Besiedelungsboni, wer wurde schon berechnet? Ach, der wurde schon berechnet, aber man weiß es nicht, ist paradox. Ich glaube fast nicht. Ich kann. Ah, kann schon sein, doch, kann auch sein. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Das ist halt blöd, ne? Weil die können sie ja hier auch schon mit einbezogen haben. Aber wir können ja mal schauen. Wir haben hier Bewohnbarkeit minus 5%. Das ist hier, sehen wir, was das ist, eine Savannenwelt. Jetzt, wenn wir mal bei uns reinschauen, bei den Mitrons. Savanne 20%.
Das heißt, die haben jetzt 15%, weil man ja die 5% abziehen muss von dem Planeten. Wenn man ja die hier abziehen muss, die Bewohnbarkeit. Das heißt, dann sind wir bei 15. Und dann müssten theoretisch die 20 wieder dazukommen. Dann sind wir bei 35. Yep, dann ist es schon mit drin. Ah, dann hätte man gar nicht. Ah, hm. Dann muss man umsiedeln, weil das macht ja keinen Sinn, dass der mit 35% hier rumdumpelt. Ich denke, da ist der Output dann von den Mineralien wirklich schlechter, als wenn wir gleich unsere Necks reinsetzen. Wir werden sehen, die bekommt man zur Not später noch zufrieden. Meinst du, dass man die noch zufrieden dann bekommt? Wenn die schon so weit unten sind? Ich weiß ja nicht. Da habe ich was vergessen. Nee, da wird noch gebaut. Dann ist es schon so, ja. Dann sind die schon komplett einberechnet. Das ist schade. Nun gut. Ist denn da jetzt schon einer unterwegs? System Survey complete. Die beiden Kolonieschiffe sind gleich durch. Dann haben wir wieder jede Menge Abzüge hier oben. So, was haben wir hier? Oh, Moment. Ist der jetzt schon fertig? Nee. Da können wir gleich mal verbessern. Und wir können... Das ist jetzt hier vorne. In Schollstation. Schollstation wollte ich eine Schiffswerft bauen. Die bauen wir zuerst. Und wir bauen auch einen Ankerplatz. Und hier bauen wir uns, keine Ahnung, Ressourcen. Silo könnte man machen. Versorgungsschläuche, Unterhalt angedockter Schiffe. Nee, dann machen wir das. Warten noch auf ein bisschen Kohle. Construction complete. Und hauen die Sachen rein. Und verbessern tun wir erst ganz zum Schluss. Schön auch, dass man das hier schön priorisieren kann. Und durch den Ankerplatz müsste demnächst dann unser Limit steigen. Hoffentlich. Construction complete. Hier können wir noch upgraden. Da können wir jede Menge upgraden. Die Mineralien- und Energy-Credit-Stationen. Construction complete. Inaktive Gebäude haben wir irgendwo. Construction complete. Hier. Auf Hassele. Auf Hassele, wo haben wir denn hier? Ah, okay, da fehlt uns ein Bewohner. Und zwar müsste das, da können wir eigentlich den hier hochsetzen. Aber wir haben noch keinen Maschinenbewohner. Brauchen wir hier unten noch einen Maschinenbewohner? Bewohner bauen. Wahnsinn, wie schnell die Mineralien jetzt wieder weg waren. So, dann setzen wir die hier her und dann tauschen wir die nämlich aus, die beiden. Und wir haben Artisan Troop, das ist doch hier, das ist ja hier Künstlertruppe. Ah, interessant. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist interessant. Kunstwerk im Auftrag geben, was macht das? Erhält Zugriff auf ein Kunstmonument mit folgenden planetaren Effekten. Zufriedenheit plus 8. Ja, das könnte man jetzt zum Beispiel hier, wo die Cyborgs nicht zufrieden sind, aber 8% da echt jetzt das. Nee. Wir haben immer noch keinen Zurück-Button eingebaut. Wir möchten euer Mäzen werden. Bringt was? Monatliche Einigkeit plus 10%, Meinung plus 20 will ich auch nicht.
Jedes Mal, wenn ich dann auf Nein gehe, muss ich wieder extra hier rein, anstatt dass man zurückkommt zur Auswahl. Und das ist nur bla bla. Nee, ich hätte mich über einen gefreut, der uns tauschen lässt. Energy Credits und Mineralien. Zwar zu horrenden Preisen, aber trotzdem. So, dann bauen wir hier oben auch gleich noch. Moment, kostet 67. Macht es da nicht mehr Sinn? Ich bin gerade am Überlegen. Wenn ich hier jetzt sage, ich baue hier einen Außenposten, kostet mich der 67 Einfluss. Wenn ich dann gleich den hier nehme, kostet der mich 135 und der hier unten kostet 202. Je weiter weg, umso mehr Einfluss. Wenn ich aber warte, bis der hier fertig ist und dann den baue, dann kostet der bestimmt nicht mehr 135, sondern kostet dann wahrscheinlich auch wieder nur um die 70. Das heißt, es wird fast Sinn machen, man macht das immer Schritt für Schritt und nicht jetzt so mit der Shift-Taste, dass man hier also quasi alles so durchbastelt. Na gut. Mal eine Frage, spielst du auch die anderen Paradox Global Strategy Spiele? Wenn ja, welche? Ich spiele Crusader Kings 2, spiele ich ganz gern. Habe ich auch schon öfters hier gespielt. Ich habe mit Europa Universalis angefangen. Haben wir auch schon einen riesigen Durchgang gemacht hier im Stream mit Spanien. Hat wunderbar geklappt, aber halt nur mit Hilfe des Chats. Allein hätte es nicht so geklappt. Europa Universalis ist jetzt wieder geplant. Jetzt, wenn dann der nächste Patch rauskommt, der nächste DLC mit Britannia. Und ich will dann zwar nicht mit Britannia spielen, sondern mit Schottland, aber da kommen noch einige Neuerungen dazu und die will ich jetzt noch abwarten. Und dann, denke ich mal, werde ich da einen Durchgang wieder wagen. Mir gefällt Europa Universalis unglaublich gut, genauso wie Crusader Kings 2. Einfach auch, weil das so Mittelalter und so ist, das ist genau mein Ding. Anomalous Surface Variable Detected. Das spiele ich auch gern. Und ich habe es ja im Video schon gesagt, ich würde ganz gern, vielleicht mal in zwei, drei Monaten oder so, würde ich ganz gern mal irgendwie Multiplayer aufziehen mit euch, die mitspielen dann. Ne? Dass man vielleicht 4, 5 Leute zusammenbekommt bei Europa Universalis oder so und dann einfach an einem Samstagnachmittag bis spätabend, so wie eine LAN-Party früher, ein bisschen spielt. Ausstellung, Spezialprojekt, Friedhofsexpedition aus. Situation Log adjusted. Handelssystem haben sie verbessert bei Europa Universalis und Krauts. Hearts of Iron 4 habe ich mir angeschaut. Da bin ich überhaupt nicht damit klargekommen. Wo haben wir denn hier was? Hier oben. Da bin ich überhaupt nicht klargekommen damit. Spezialprojekt erkunden. Construction complete. Dann sind wir hier oben fertig. Dann bau du doch gleich mal die Station. Und, jetzt haben wir nicht aufgepasst. Jetzt haben wir hier schon eine dicke, fette Station. Und ich habe nicht aufgepasst. Sieht die anders aus? Doch, die sieht ein bisschen anders aus. Die hat jetzt, okay, die hat jetzt hier zwei Arme. Vorhin waren es nur zwei, jetzt sind es vier. Und jetzt schauen wir mal rein. Yes! Yes! Zwei Modulplätze haben wir dazu bekommen. Sehr schön. Und jetzt können wir hier... Jetzt sind wir... hier sind wir an der Grenze. Eigentlich müssten wir hier... Wie sieht es denn da aus? 2000 Militärstärke. Eigentlich müssen wir hier nochmal Raketenbatterie, Geschützbatterie machen. Hier machen wir keinen Anker. Und als Gebäude könnten wir... Da haben wir schon den Orbitalmodifikator. Könnte man was anderes mal nehmen. Offensivaura. Effekt auf feindliche Schiffe, Trefferpunkte, Schilde minus 20. Waffenreichweite 50%. Handelsknoten geht hier nicht, weil wir keinen Planeten haben. Oder?
Sternbasis hat das Modul Handelsknoten. Wir müssen hier Handelsknoten bauen. Und Handelsknoten können wir nicht bauen, weil kein Planet im System ist. Okay. Hier kann man das nochmal upgraden. Oh, das ist vielleicht für die anderen noch interessant. Oder halt Ressourcen-Silo, aber wir sind noch sehr weit davon entfernt von der Levelgrenze. Das heißt, wir machen hier an dieser Stelle, machen wir Effekt auf feindliche Schiffe, Trefferpunkte, Schilde, minus 20% rein. Dann wird das hier unser Bollwerk vor Feinden. So, bei Stellaris gibt es jetzt dauerhaft Verträge mit den Händlern. Ach so, okay. Du meinst mit denen hier? Also mit dem Händler, nicht mit dem Künstler. Oder meinst du mit anderen Nationen? Bei einer Multiplayer würde ich mitmachen, aber das einzige Paradox-Spiel, was ich gut genug dafür kann, ist nun mal der dritte Teil von Hearts of Iron. Okay, dann da wird das wahrscheinlich dann nichts, Kirks. Oder du schaust dir Europa Universalis 4 an. Ich bin ja auch blutiger Anfänger. Und spielst dann trotzdem einfach mit. Man darf nur nicht immer zugeben, dass man Anfänger ist, dann passt das schon. Hoi 3 ist zumindest besser als Hoi 4. Das habe ich schon oft gehört jetzt. So, jetzt sind wir im Minus, weil wir natürlich zweimal kolonisieren, oder? Nee, nur noch einmal kolonisieren. Einer ist fertig. Wer ist denn hier fertig geworden? Wer? Der hier. Nee. Stopp, du sollst doch eigentlich... Moment, doch, nee, ist richtig. Passt schon. Das ist ja unser Mineralplanet. Hier wird noch kolonisiert. Nee, müsste schon passen. Müsste passen. Okay. Dann müssen wir zu Hause mal schauen. Next Array haben wir jetzt hier nämlich. Hier haben wir nämlich den Handelsknoten. Das heißt, wir können hier Weltraum-Handelsunternehmen bauen. Bringt uns nochmal zwei Energy Credits. Fast ein bisschen wenig. Und ja, dann müssen wir warten, bis wir wieder ein bisschen Kohle haben. Dann muss ich mir ja Europa Universalis 4 kaufen, sagte Sascha. Ja, das gibt's doch eh schon immer in Bundles und so. Das ist ja eh. Hast bestimmt für andere Sachen schon mehr Geld ausgegeben. Kirks Let's Play hat was? SU4? Was ist denn SU4? Crusader Kings 2, Victoria 2. Victoria 2 würde mich auch interessieren, das sieht mir aber mittlerweile schon so altbacken aus. Hearts of Iron 3 und 4. Aha. Und Europa Universalis 4. Ach so, SU4 ist Europa Universalis 4. Okay. So, ich muss jetzt mal schauen. Okay, Ankerplatz hat anscheinend was gebracht. Wir haben jetzt nicht mehr 24, sondern 28. Das ist immer noch mega, mega, mega mäßig wenig. Wir haben hier zweimal Handelsknoten. Ich glaube, das wird weniger als erhofft, Mensch. Das wird weniger als erhofft mit den Ankerplätzen. Special Project complete. Gut, Hasseli, was haben wir denn hier? Hasseli wartet auf Bewohner. Dann tauschen wir euch doch einfach mal aus. Nee, wir können euch schon austauschen. Das ist ja super. Wir haben jetzt hier 3,76. 3,88. Das heißt, es macht hier auf dem Planeten keinen Sinn, dass wir mit...
40% macht keinen Sinn. Das heißt, das können wir vergessen mit den Cyborgs. Okay, dann müssen wir die Cyborgs irgendwie säubern oder umsiedeln. Am besten irgendwo umsiedeln. Okay, also 40% reicht nicht. Dann schauen wir uns mal die anderen Planeten an. Das ist ja hier dann auch der Fall. Ich komme jetzt gerade nicht rein in die Oberfläche. Hier haben wir 100. 40% hier auch. Das ist doch blöd. Wir haben jetzt hier 6,27. Jetzt tausche ich den aus mit unserem Maschinenwesen. 6,48. Yep. Alles klar. Alles klar, alles klar. Alles unter 40 macht keinen Sinn mit Cyborgs, das muss ich mir merken. Hier haben wir 100, okay. Hier macht Sinn, ne? 4,37, wenn wir dich austauschen. 3,88, ja. Nee, dann müssen wir umsiedeln, das heißt, da müssen wir nicht umsiedeln, da müssen wir es einfach vernichten. Hilft jetzt alles nichts. Wir werden die säubern. Alle vom Planeten säubern. Ich hoffe, das war jetzt der richtige. Ja, 40. Weil wir brauchen momentan nirgends neue Cyborgs. Und die Cyborgs sind ja für uns sowieso nur Arbeitseinheiten, deswegen werden die jetzt gesäubert. Und die arbeiten ja jetzt noch weiter. Denke ich mal, solange die hier gesäubert werden, das passt. Oder? Ich glaube schon, doch. Und genauso hier. Ach, ist das ärgerlich, Mensch. Das ist ärgerlich. So. Saarland Universalis 4 meint er. Wenn, dann wird Bayern Universalis 4 gespielt. Ne? So viel ist klar. Das Spiel kostet nur einen 10er mit reichlich DLCs. Europa Universalis, meinst du, Sascha? Ja. Mittlerweile geht das ja schon. Wir haben ein inaktives Gebäude hier unten. Dann setzen wir doch hier gleich mal jemanden rein. Wir haben keinen übrig. Okay, dann müssen wir warten. 125 Mineralien mittlerweile pro Monat. Construction complete. Können wir noch was upgraden? Planet hat Bewohner, die keine Gebäude haben. Ja. Die haben sie. Moment, haben wir hier 100%? Ja, tatsächlich. Na dann. Dann sollte er gleich mal arbeiten. Sollen wir die Forschungsfelder hier lassen? Das hier. Wir machen alles, habe ich gesagt. Ne? Wir machen alles. Das ist so der Wahnsinn. 17 Mineralien durch die alte Fabrik. Nee, wir hauen ja alles ins Bergbahnnetzwerk. Settlement procedure initiated. Konstruktionsschiff ist fertig. Hier oben. Dann kann der hier noch die Bergbaustation durchgehen. Kohle ist jetzt ganz schön schnell immer weg hier. Wir können noch zwei Planeten besiedeln. Wir haben System nur noch einen Planeten zu besiedeln. Und der hat auch wieder 40. Das heißt, hier macht es auch keinen Sinn, wenn wir uns hier dann mit Cyborgs niederlassen. Okay. Wie lange dauert es denn noch, bis der hier fertig ist mit der Kolonisierung? Ob die DLCs, die dabei sind, gut sind, weiß ich nicht. Von Europa Universalis meinst du? Braucht man auch nicht alle. Selbst für Multiplayer braucht man, glaube ich, nicht alle. Es reicht, wenn der Host
alle DLCs hat oder die DLCs hat, die man haben will. Und dann haben die anderen die automatische Multiplayer-Spiel. Oh, wir können endlich Gebirgszug entfernen. Yes! Sternbasenkapazität, wir haben 4 von 7. Da sind wir gut aufgestellt, brauchen wir nicht Flottenkapazität. Flottenkapazität. Haben wir giftige Seetang irgendwo? Oh ja, wir haben jede Menge giftige Seetang. Damn. Oh, wir haben ziemlich viele giftige Seetang. Aber Flottenkapazität wäre schon auch gut.